Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Es ist früher Morgen und wir machen uns jetzt gleich auf den Weg in die Werkstatt. Wie gestern schon angekündigt, ich bin in der Werkstatt heute. Und zwar möchte ich, ich hoffe, dass ich es darf. Und ob ich das auch schaffe, das ist auch nochmal eine andere Sache. Das Lenkgetriebe in unseren Cadillac einbauen und den dann auch wieder mit nach Hause nehmen. Ja, genau. Das ist eigentlich so meine Aufgabe heute. Gefrühstückt habe ich schon. Meine Sachen erledigt habe ich auch schon. Das heißt, restlicher Tag, Zeit für Auto. Und ich glaube, wir machen uns auf den Weg. Okay, das ist nicht ganz richtig. Okay, das ist schon besser, aber auch noch nicht ganz richtig. Nee. So, jetzt stimmt's. Jetzt sitzen wir richtig rum. Wir fahren jetzt gleich los zur Werkstatt und werkeln ein bisschen. Und genau, wir sehen uns dort. Ja, meine lieben Freunde, wir sitzen wieder in unserem Cadillac. Yeah, ist das cool. Ich freue mich so. Ich bin leider auch schon ein bisschen gefahren, muss ich zugeben. Es ist immer wieder ein wahnsinniges Erlebnis, wenn man so in eine Schrottkiste gefahren ist, also Schrottkiste in Anführungszeichen, und dann wieder so ein Auto fahren darf. Das ist einfach... Das ist ja unbeschreiblich. Es ist wie auf dem, wie im siebten Himmel auf einer Wolke zu fahren. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Es ist wirklich einfach traumhaft, dieses Auto. Und es fährt sich wieder wie als wir ihn gekauft haben. Also wie der Servolenkung funktioniert wieder einwandfrei. Gott sei Dank. Und genau. Was aber krass ist, das Bremsen. Das ist voll krass. Der kleine Chrysler, den wir jetzt hatten, der war ja relativ leicht und hat dementsprechend auch schnell gebremst. Ja, also wirklich kräftig gebremst. Eigentlich normal, sage ich mal. Und dieses Auto hier ist ja sehr schwer und auch schon relativ alt. Und wenn man mit dem bremst, merkt man das Gewicht. Also wirklich, das merkt man richtig krass. Beim Beschleunigen nicht, ne? Ja, der Power genug, das ist wurscht. Aber beim Bremsen, das merkt man schon richtig krass. Also da hat man schon bei den ersten zwei, drei Malen Bremsen mit dem Auto, hat man gedacht, oh, das habe ich vergessen. Also das ist schon faszinierend. Das ist immer wieder ein Erlebnis. Ja, genau. Leider konntet ihr nicht bei der Werkstatt mit dabei sein. Ich durfte auch nicht wirklich helfen. Das war eigentlich schade. Das war ja eigentlich der Plan, dass ich da drinnen rein darf und mithelfen darf. Aber er hat gesagt, ich stehe wahrscheinlich nur im Weg rum und dann dauert es länger. Also... Ende vom Lied. Ich bin wieder nach Hause gefahren, habe gewartet, bis er fertig ist und dann habe ich das Auto geholt. So. Genau. Hoffentlich hält das jetzt auch wieder eine Zeit lang, weil ich habe keine Lust, jetzt jeden Monat da 1000 Euro oder so reinzustecken. Das kostet letzter Zeit sowieso schon Unmengen an Geld, das Auto. Aber man muss dazu sagen, wir haben das Auto jetzt fast 10 Jahre und hatten noch nie wirklich was Schlimmes an dem Auto gehabt, außer mal Bremsen wechseln oder Reifen oder so. Das ist ja völlig normal. Aber jetzt sowas wie so Sachen wie jetzt vor kurzem, das hat man noch nicht gehabt. Und ich hoffe, dass das jetzt alles erstmal durch ist und dann erstmal wieder eine Zeit lang passt. Genau. So. Ich bin übrigens zu Hause angekommen. Ich werde jetzt reingehen, das Video schneiden, veröffentlichen und dann sehen wir uns im nächsten Video, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daily Vlog. Morgen Vorstellungsgespräch. Also, einschalten, wird interessant. Ich bin mal gespannt, wie es laufen wird. Wenn es gut laufen wird, wird sich ein bisschen was vielleicht auf dem Kanal tun. Dazu aber dann, wenn es soweit kommt, mehr, also später mehr. Und dann schauen wir mal. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Also, bis morgen. Ciao, ciao.